Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder beim neuen Let's Stream. Und zwar haben wir heute Graveyard Keeper, ein mal anderes Spiel, was ich sonst spiele, mit einer etwas älteren Grafik. Wie man hier sehen kann, habe ich mir auch gleich die DSCs dazu geholt, was gerade im Angebot war. Und ja, das Einzige, was ich über Graveyard Keeper weiß, ist, dass du ein Grabwächter bist und dich um hier die Kirche, um deinen Friedhof kümmern musst. Und dass es sprechende Tote geben soll. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich würde es gerne einmal beginnen, weil es sich lustig anhört. Boah, beginnen wir mal. Neues Spiel. Ich meine, ich habe es noch nicht mal angefangen, das Spiel. Es ist komplett blind. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand Besonderes auf ihn wartet. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhig dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus, er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Okay, wie ihr sehen könnt, ist die Grafik ein bisschen viel älter. Okay, es gibt ein Inventar. Technologien. Anatomie und Alchemie. Theologie. Bücher schreiben. Landwirtschaft und Natur. Schmiedekunst. Bauen und Handwerk. Und Kochkunst. NPCs. Du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen. Du musst Gary finden. Und die Karte. Okay, wir müssen dann anscheinend einen Gary ausgraben. Aber wurde ich jetzt vom Auto überfallen und bin gestorben? Oder was ist passiert? Ich habe anscheinend schon ein Rezept. Mein Truhen ist aber nichts. Ah, kochen kann ich auch. Die Luke ist gerade geschlossen. Sieht aus wie eine gute Stelle, um mein Zuhause etwas gemütlicher zu machen. Dann höre ich vielleicht endlich auf, von diesen Schädeln zu träumen. Ja, dann graben wir Gary aus? Okay, ich muss hier gedrückt halten. Und da ist der sprechende Schädel. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge? Ich erinnere mich. Oh Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wozu sind wir hier? Das wollte ich fragen. Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Hm.
Du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts von all dem hier ergibt Sinn. Ich erinnere mich an dieses Läutern und einen Esel. Irgendwas... bist du alt, schnell. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst bekomme ich das arme Ding... Kommt das arme Ding noch Angst. Achso, der hat Schiss vom Esel. Esel der Welt, vereinigt euch. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Esel der Welt, vereinigt euch. Habt eine frische Leiche aus der Stadt. Okay. Anscheinend für mein Friedhof. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir. Also muss ich für das Kapitalsschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Du armer Esel. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nichts verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leiche los und ich bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? Okay, jetzt hat er mir anscheinend eine Leiche hinterlassen. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Tutorial, große Gegenstände. Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Ja, dann in die Leichenhalle. Sag, ich mag diesen Ort, fühlt mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Wieso soll die Leiche auf den Seziertisch? Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappender Schädel mit Gedächtnisschwund bin. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Sack und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Okay, jetzt handle ich mit Menschenfleisch? Plapperte Schädel lügen nie. Und mir dann das Bier bringen. Super, neue Technologie. Vorbereitungsplatz, Tische und Fleisch entfernen. Ui, Junge, Junge, Junge. Autopsie. Okay, einfügen. Ja, okay, Fleisch entfernen. Und daran muss ich arbeiten. Erstes Scheibchen. Oh Gott, jetzt habe ich Rezepte freigeschalten für das Menschenfleisch. Burger, Sandwich und gebratenes Fleisch. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon dran. Also was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung, begraben wir sie einfach. Nimm du die Leiche, ich warte auf den Friedhof auf dich. Okay. So ganz nebenbei. Ein roter Totenkopf und ein weißer Totenkopf. Und irgendwas mit Prozentzahlen. Ich bin gespannt, was wir damit noch alles machen können. Okay, jetzt sollen wir zu unserem Friedhof. Kann ich irgendwie rennen? Ah, hier mache ich die Karte auf. Sieht nicht so aus, als ob ich rennen könnte. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof. Markiere eine Grabstätte und dann grab sie mit deiner Schaufel. Trage Leiche oder was davon übrig ist. Super. Vorsichtig ins Grab. Schaufle es zu und dekoriere. Achtung! Keine Ziegenschädel oder komische Sternformen als Dekoration verwenden.
Okay. Ich habe eine rostige Schaufel bekommen. Hier Blumenbeet und entfernen. Grabstätte. Okay, die braucht 3x3 Platz. Ja, hier oben ist so eine gute Stelle. Oh, hier sind Sachen drin. Holzreparaturwerkzeug. Ja, nehmen wir mal alles mit. Steinreparaturwerkzeug. Und Axt, Spitzhacke und Hammer. Okay, dann schaufeln wir mal das Grab. -2. Bestatten. Okay, und ich muss auch noch zugraben. Totengräberanfängern, Bestattungsschein. Gut gemacht. Hm. Diese Bestattungsurkunde. Ich erinnere mich an Geld, Alkohol. Alkohol, hm. Ich glaube, den mochte ich früher sehr. Oh, Saat, da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Oh, ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Oh, ich bin so müde. Warum? Warum muss ich nur jede Woche hierher kommen? Oh Gott. Kann ich eigentlich hier noch irgendwas anderes machen? Na, nicht jetzt. Okay. Dann reden wir erstmal mit ihm. Ach herrje, der neue Friedhofswärter. Hm. Wir warten nun schon seit 30 Jahren auf ihn, aber er tut so, als sei alles in Ordnung. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ist mir auch aufgefallen. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Orte, derzeitiger Ort. Wichtige Informationen zum Ort. Qualität des Friedhofs. Ansehen der Kirche und so weiter. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Du hast eine neue Technologie, Holzmarkierung. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Ja, dann machen wir es mal schnell auf 5. Ich bin in allem gut, deswegen wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Haha. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in einer Truhe aufbewahrt. Die solltet ihr mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder und genau zu sein komme ich jeden... Hm. Vielleicht träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, erwartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen sie hierher? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil. Eine alte Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Ah, okay, Technologie. Bischofwahl. Okay, ich bin nicht der Friedhofswärter. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich muss zurück nach Hause. Da ist ein sprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Aha, ein guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gus? Wer? Na, ich, haha. Oh Gott. Der war schlecht. Gesegnet und schön. Lach mir mal mit. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde. Aber das ist ja dein Job. Okay, das gleiche wie vorher. Okay, Frage nach du. Können Sie mir mehr über die Bestattungsurkunde erzählen? Das ist ein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und Schwester zur letzten Ruhe gebettet hast. Das ist ein Teil einer uralten Abmachung zwischen der Stadt und dem Dorf. Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Oh Gott, das ist viel zu kompliziert, um ein Traum zu sein. Frag nach der Stadt. Oh, die Stadt ist der Herzstück unseres glorreichen Landes. Der Palast, die Kathedrale, alles befindet sich dort. Du solltest es dir einfach selbst anschauen. Hm, aber nicht in diesen Klamotten, das wäre ja lustig. Wie komme ich zur Stadt?
Sie befindet sich nicht weit vom Dorf entfernt. Halte dich an der Taverne einfach südlich. Und wo ist dieses Dorf? Gehe zum Friedhofstor. Ist einfach auf der steinerlichen Straße in östlicher Richtung. Keine weiteren Fragen. Gespräch beenden. Wenn du die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Technologie. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dies kostet Tech-Punkte. Drücke Tab, um den Technologiebaum anzuzeigen. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick und deine Fähigkeit, mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Deinen ersten blauen Punkte bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller. Du erhältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust, dass du kannst aus deinen Punkten durch das Studium neuer Gegenstände an einem speziellen Tisch erhalten. Okay, müssen wir uns nach diesem Tisch Umschau halten. Neue Technologie. Sammeln von Felsstein. Oh. Eine Blaupause und sammle kleine Bäume fällen. Und Stöckchen sammeln. Ah, hier ist der Technologiebaum und was ich dafür brauche. Okay, und hier ist unser Kochrezept. Ah, ich kann bei der Theologie jetzt auch was. Leichenverbrennung. Okay, ich kann sie auch einäschern. Friedhofverbesserung. Leichenverbrennung 2. Oh Gott, der ist ja groß. Ah, oh, super. Ich kann noch mehr Sachen raustun. Okay, kümmern wir uns erstmal. Okay, wir brauchen 5 eröffnen. Habe ich ja schon gemacht. Oha, minus 29. Oh, okay, das wird doch nicht so leicht auf 5 zu bringen. Okay, ich kann hier Büsche wegmachen. Bekomme ich Punkte, Holzstöckchen und meine Qualität verbessert sich ein bisschen. Okay, warum hat mein Grab eigentlich minus 1? Weil er keine Dekoration hat? Okay, reparieren wir mal das. Und wie repariere ich das? Ah, okay, ich muss draufdrücken. Grabzaun reparieren. Okay, ist jetzt um 2 gestiegen. Müssen wir das auch reparieren. Okay, jetzt hat er einen Pluspunkt. Okay, die roten und weißen Totenköpfe haben was zu bedeuten. Ja, kümmern wir uns erstmal ein bisschen um Friedhof, würde ich sagen. Obwohl der sagt, ich soll hier weiter. Nein, ein bisschen kümmere ich mich jetzt erstmal hier rum. Ich möchte, dass meine Qualität steigt und dass er mich zum Gesegneten weiht. Kann ich eigentlich... Die Tür ist verschlossen. Was ist das? Untersuchen. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Okay, die haben aber alle... Nein, der hat 4 von den Weißen. Bringt das jetzt was? Okay, der hat aber auch nur einen. Okay, aber der tut um 2 erhöhen.
Ach, sind also die roten sind schlecht und die weißen sind gute Punkte. Ah, okay, okay, okay. Gut zu wissen. Ja, okay, mehr haben wir nicht zum Reparieren. Ich bin immer noch bei minus 11. Okay, gehen wir mal weiter. Ach, nebenbei, und hier kommt immer der... unser Freund. Sind es da oben dann die verschiedenen Tage? Auf jeden Fall ist hier anscheinend unsere Ausdauer. Es ist eine lange Strecke hier. Wo müssen wir jetzt genau hin? Totes Pferd. Heißt die Taverne Totes Pferd? Ich habe schlechte Laune, verzieh dich. Boah. Kann ich das Schwert haben? Okay, ich kann mit der Frau Kette reden. Du musst der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt, aber wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut zu lesen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von Horaderik. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Oh, rede lieber mit meinem Mann, der hat hier das Sagen. Er ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Außerdem redet er wirklich gerne. Ich kann dir nur ein paar Rezepte verkaufen. Du redest lieber mit meinem Mann. Handeln, okay, Rezepte. Fischdelikatesse, lecker und gesund. Konditorei und Pasteten. Okay, und hier unten ist Geld. Okay, und Horaderik, okay, das ist der Tavernentyp. Willkommen im Toten Pferd, ich bin Horaderik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof, ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid, warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut, gut, das ist gut. Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirche? Du musst zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, klar, ist schon eine Weile her, seit sich jemand darum gekümmert hat. Also kommen wir zur Sache, wie kann ich dir helfen? Frage nach der Bestattungsurkunde. Der Bischof hat mir gesagt, dass du mit der Bestattungsurkunde abkaufst. Ja, das stimmt, laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfs Geld für die Urkunde geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut, uns ist das Geld ausgegangen. Also sobald du die Kirche wieder öffnest, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Fragen, wie ich nach Hause komme. Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Du bist im Toten Pferd. Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. An welches Jahr haben wir jetzt? Ja, wie meinst du das? Ein Jahr ist das Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Oh, du bist also dem Astronomen bei seinem Unsinn zugehört. Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Aber ich verstehe, es sind 200 nach dem uralten Abmachung und 2010 nach, auch egal. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich. Und hier ist dieses... Und hier in diesem Dorf ist überhaupt nicht wunderbar. Hast du noch andere Fragen? Wie kann ich einen Passierschein bekommen? Das ist ziemlich kompliziert. Der Inquisitor kann einen Passierschein vergeben. Oder du kaufst dir einfach die Bürgerschaft. Lass mich nachdenken. Es gibt da einen Dorfbewohner, der dir helfen könnte.
Frau Anmut, vielleicht kann sie dir helfen. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Fleisch ist ja eine Delikatesse, ich kaufe es gerne. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel darauf begutachten. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also hat dein Fleisch das Siegel? Nein. Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt, aber... Mann, das sieht wirklich gut aus. Aber ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher bekomme ich dieses Siegel? Und du kannst den königlichen Hof durch den Briefkasten nahe der Kirche ein Bittschreiben schicken. Also das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das verrate ich dir nur, weil wir Nachbarn sind. Komm näher. Es gibt da diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Handeln. Oh, Friedhusse, könntest du vielleicht unserem Schmied Kretzwold diesen Brief übergeben? Natürlich, wo finde ich ihn? Im Südosten des Dorfes. Okay, Bestattungsurkunde kann ich anscheinend verkaufen. Okay, Brennholz und ganz viele Gerichte. Fleischpaket. Gefertigt am Kochtisch, verbesserter Küchentisch. Ein Runenstein. Okay, es gibt einen besonderen Rang. Diese Gegenstände sind gesperrt, bis der Verkäufer Rang 2 erreicht hat. Diese Gegenstände sind gesperrt, bis der Verkäufer Rang 3 erreicht hat.